Ich darf heute hier bei mir begrüßen den Bürgermeister von Bruck an der Mur, Peter Koch. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Am 1. Juni 2017 haben Sie das Amt von Johann Strassecker als Bürgermeister übernommen. Mhm. Jetzt 2020 zum ersten Mal als Spitzenkandidat in eine Gemeinderatswahl und da mit 52,37% zwei Mandate dazu geholt. Ihre Kollegin Randy Wagner würde sagen, die Richtung stimmt, oder? Ja, doch, da stimmt die Richtung wirklich, das ist richtig. Und es freut mich auch sehr. Und das ist ein großer Vertrauensbeweis an der Bevölkerung. Und auch nach einem doch ein bisschen unkonventionellen Wahlkampf, wo man auf Plakate verzichtet hat und sehr, sehr stark auf Themen gesetzt hat, auf Bürgernähe, mich freut es, für mich ist das persönlich eine tolle Bestätigung. Der Wahlkampf war unkonventionell, das war natürlich Corona-bedingt. Darüber reden wir später noch einmal, weil das doch Auswirkungen noch lange haben wird. Ja, Sie haben die Absolute für Bruck zusammen mit dem Team eingefahren. Ist natürlich ein freudiges Ergebnis. Auch die Bürgermeister aus den umliegenden Städten haben die Absolute geholt. Grundsätzlich natürlich ein tolles Ergebnis für den für den Spitzenkandidaten, für das Team. Aber demokratiepolitisch gesehen, ist eine Absolute wirklich die beste Lösung? Na, wichtig ist, glaube ich, wie man mit der absoluten Mehrheit umgeht. Und ich habe in den letzten Jahren bewiesen, dass ich auf alle Fraktionen zugehe. Wir haben eine tolle Koalition gehabt, auch mit der ÖVP, haben sehr viel gemeinsam umgesetzt. Und ich habe vor, das auch weiter so Hand zu haben. Das heißt, es geht darum, die besten Ideen für die Stadt Bruck an der Mur so zusammenzusuchen. Und da ist die Farbe nicht unbedingt das wirkliche Kriterium, sondern das Kriterium ist, ist es eine gute Idee, ist sie umsetzbar, können wir es machen. Und da werde ich alle einladen, mitzuarbeiten. Also die Gemeinsamkeit steht trotzdem vorne. Hundertprozentig und absolut. Trotzdem, Sie geben die Themen vor und für die nächsten 5 Jahre wird es da einiges an Themen geben, auch einiges zu tun geben. In der Staatsvision 2030 gibt es 7 Entwicklungsfelder. Beginnen wir mit einem der Punkte, das ist Altstadt, Tourismus, Wirtschaft. Es ist einiges los in der Altstadt. Gesellschaftliches Leben kehrt Gott sei Dank auch wieder zurück. Wirtschaftlich, touristisch ist doch noch ein bisschen Luft nach oben. Was ist da geplant? Es gibt in vielen Bereichen Luft nach oben. Vielleicht auch noch zu Ihrer Eingangsfrage. Man ist jetzt für 5 Jahre Bürgermeister. Aber wie lange auch immer man Bürgermeister ist, es ist immer nur eine kurze Phase betrachtet oder verglichen mit der Geschichte der Stadt Bruck an der Mur. Da geht es darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen und auch das Richtige, die richtigen Vorhaben umzusetzen. Da geht es ja gar nicht so darum, dass ich als Alleiniger die glücklich und selig machenden Ideen für die Stadt habe, sondern es geht darum, gemeinsam Ideen und Pläne zu entwickeln. Und die Altstadt, die Innenstadt, ist ganz sicher ein wichtiges Thema. Da geht es um Belebung, da geht es darum, dass wir diesen Einkaufszentren auf der grünen Wiese was entgegensetzen. Da merke ich vorsichtige Signale, dass das funktionieren wird und das wird sicher auch ein wichtiger Schritt in den nächsten Jahren sein. Ja. Touristisch, man ist schon ein bisschen immer wieder auch mit dabei, sich in der Gesamttouristik der Region mit einzubringen. Bruck ist jetzt nicht so die touristische Stadt, obwohl es eine der wenigen historischen Städte in der Steiermark ist. Ja, absolut. Ich glaube, wir sind eine Stadt, die durchaus ihre Geschichte hat, die auch vom Touristischen einiges zu bieten hat. Ich denke an das Kornmesserhaus, den Eisernen Brunnen, den Schlossberg jetzt mit unserem Kaffeehaus, das wir da oben wunderschön installiert haben, an die Kalte Quelle, das Weitental, die Berge, Mountainbiken. Also wir haben da einiges zu bieten. Bruck wird nicht Tourismus Hochburg werden. Wir sind inmitten einer Industrieregion, im Herzen einer Industrieregion, das ist uns auch wichtig und das soll auch so bleiben. Aber Gäste zu begrüßen, ist immer eines unserer Anliegen gewesen und ich glaube, das sollten wir auch weiter forcieren. Aber natürlich den Bürgerinnen und Bürgern das Beste in einer Stadt zu bieten, ist das primäre Anliegen. Und dazu gehört auch eben Wirtschaft in Kombination mit Freizeit. Sie haben es angesprochen, Wandern, Radfahren, ein großes Thema in Bruck an der Mur. Und ich glaube, da ist man sehr bemüht, dem neuesten Trends, gerade mit den Fahrrädern, auch ja, was Gutes zu tun. Ja, da geht es auch ums Mountainbiken. Da geht es auch darum, dass wir haben ja einen sehr großen Forstbetrieb, einen Waldbetrieb und den wollen wir jetzt auch aufmachen für Mountainbiker. Ich glaube, dass sich das Freizeitverhalten auch entsprechend geändert hat und da wollen wir Antworten finden und ich glaube, dass uns das auch gut gelingen wird. Wir werden in den nächsten Tagen einige Mountainbike-Strecken eröffnen, auch einen Trail gemeinsam mit einem in Bruck ansässigen Verein, der das sehr intensiv betreibt und ich glaube, da wird einiges auf uns zukommen. Man muss in einer Stadt allen Generationen etwas bieten. Senioren mit Pflegeeinrichtungen, mit Tageszentren, aber natürlich auch der Jugend ein
relativ großer Spagat. Große Herausforderung, dass man da noch ein bisschen, vor allem, ich sage jetzt einmal, für die Jugend etwas bietet, auch der Abwanderung entgegenwirkt? Absolut. Und da haben wir durchaus, und das sage ich auch selbstkritisch, Luft nach oben. Also ich glaube, im Bereich Jugend, Konzepte für Jugendliche zu entwickeln, da sollten wir noch das eine oder andere tun. Vielleicht nicht das, was eh schon alle anderen versuchen, aber da können wir durchaus noch innovativer werden und das Junge an dieser Stadt auch stärker forcieren. Das wäre mir ein großes Anliegen. Dass man wieder bei der Gemeinsamkeit sind, wäre es da nicht ideal, auch Jugend mit einzubinden? Wir haben verschiedene Instrumente, wo wir versuchen. Wir haben den Kindergemeinderat, Jugendgemeinderat, aber überhaupt ist Beteiligung ein wichtiges Thema. Politik ist ja die Kommunalpolitik so, dass ich ja direkt mit den Folgen der Politik konfrontiert bin. Und ich kann mich ja nicht verstecken, wenn ich aus dem Rathaus gehe. Das heißt, ich bin immer unter den Leuten. Und die Leute müssen das Gefühl haben, und das ist meine Einladung auch, dass sie sich an Politik beteiligen können, dass es ihr Leben ist, dass sie mitgestalten, gemeinsam mit mir, gemeinsam mit uns. Und da Leute einzubeziehen, ist mir eines der wichtigsten Anliegen und auch Jugendliche. Jugendliche Ausbildung, Bildung generell. Ich glaube, eine Investition in Bildungseinrichtungen, in Bildung ist immer eine super tolle Zukunftsinvestition und ja eine, die sich immer rentiert. Was ist da angedacht? Absolut. Wir haben, um das ein Beispiel zu sagen, die Körner Volksschule ist über 130 Jahre alt. Das bedeutet, Investition in eine Bildungseinrichtung ist eine Investition, die weit über eine Legislaturperiode hinausreicht. Und da Kindern, Jugendlichen, auch den Eltern das Modernste zu bieten, das ist, glaube ich, wichtig. Und ich habe einmal gesagt, das modernste Gebäude und das schönste Gebäude einer Stadt soll die Schule sein. Und das ist unser Plan auch jetzt, was die Schulsituation betrifft, hier im Bereich Stadtquartier, Bildungscampus, ein neues Angebot zu schaffen. Ganz ein wichtiges Zukunftsthema. Der Bildungscampus ist etwas, wo ich denke, bei Ihnen rennt man da offene Türen ein. Oder? Absolut. Das sind weit geöffnete Türen. Da geht es auch darum, dass wir sagen, wir brauchen für unsere Jugendlichen und Kinder eine moderne und zeitgemäße Infrastruktur. Unsere Schulen sind ein bisschen in die Jahre geraten. Wir haben das eine oder andere Vorhaben immer wieder ein bisschen verschoben, aber ich glaube, jetzt ist an der Zeit, zwei Ziele zu vereinbaren. Das eine ist die Belebung der Innenstadt über das Stadtquartier und das zweite, eine moderne Bildungseinrichtung zu schaffen. Ich sage immer, die Försterschule ist eine Schule des Bundes, aber die spielt alle Stückel. Eine perfekte Schule, von der Ausstattung her perfekt. Unsere Schulen sind vom Personal her perfekt, wunderbar, von den Konzepten her perfekt, aber an der Ausstattung mangelt es ein bisschen und da müssen wir nachziehen. Sie haben vorhin gesagt, in der langen Geschichte einer Stadt ist das Amt des Bürgermeisters oder die Periode eines Bürgermeisters eine ganz kurze. Was würden Sie sich wünschen, dass man sagt, in vielen, vielen Generationen, wow, das haben wir dankenswerterweise dem Bürgermeister Koch zu verdanken? Naja, was würde ich mir wünschen? Ich würd mir wünschen, dass die Leute sagen, er hat sich was traut, er hat was versucht, er hat was Neues auch probiert. Er hat nicht aufgegeben, er hat sich bemüht, gekämpft, die Ärmel aufgekrempelt und war eigentlich ein netter Mensch. Das würde mir eigentlich schon reichen. Er hat sich was getraut. Mut, ja, mit Mut holt man sich natürlich auch immer Kritik. Wie gehen Sie damit um? Naja, wenn sie in irgendeiner Art und Weise sachlich und berecht ist, glaube ich, kann ich mich damit auseinandersetzen. Am Anfang ist es mir ein bisschen schwer gefallen, muss ich durchaus sagen. Da habe ich mich selbst auch als ein bisschen dünnhäutig erlebt, wenn man angegriffen wird, hin und wieder auch unterhalb der Gürtellinie. Aber das Wichtige ist, glaube ich, dass man kann jede Entscheidung, die man trifft, kann man eigentlich den Menschen erklären. Und ich versuche die Dinge, auch wenn sie kompliziert sind, so einfach als möglich zu erklären. Und ich glaube, dann kriegt man auch Antwort, dann kriegt man Feedback und dann kann man auch mit Kritik besser umgehen. Ich glaube, das gelingt mir immer besser. Ich hoffe zumindest. Einen Blick in die Zukunft wagen wir noch, einen Corona-bedingten, denn das Virus hat uns sehr gefordert, alle zusammen in den letzten Monaten, aber es wird uns noch sehr fordern in Zukunft. Wie wird die Stadt Bruck an der Mur damit umgehen? Man weiß ja eigentlich nicht, was kommen wird. Es ist ein riesiges Thema. Ich glaube, dass wir das gesundheitlich ganz gut in den Griff bekommen haben und ich glaube, dass wir die Bruckerinnen und Brucker sehr verantwortungsbewusst damit umgegangen sind. Aber auch wenn wir die gesundheitliche Krise gut gemeistert haben, die wirklichen Herausforderungen kommen jetzt. Wirtschaftliche Herausforderungen, soziale Herausforderungen. Ich glaube, das stellt unsere Gesellschaft als Ganzes, nicht nur die Städte, vor eine unglaubliche Probe, vor wirkliche Herausforderungen. Und das zu bestehen, daran werden wir gemessen werden. Und nicht so sehr, ob wir diese gesundheitliche Krise geschafft haben, das glaube ich.
womit wir wieder bei der Gemeinsamkeit wären. Denn anfangs war dieses Wir gemeinsam alle, wir schaffen das. Jetzt ist es einfach ein bisschen das Gemeinsame in den Hintergrund gerückt, ist mein Empfinden. Und es kommt wieder ein bisschen dieses, doch gegeneinander arbeiten. Naja, das ist es. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich empfinde es ähnlich. Ich habe auch die Corona-Zeit als eine Zeit erlebt, die bei allen Herausforderungen trotzdem getragen war von einer Solidarität zueinander, einem gegenseitigen Wohlwollen, Respekt, Achtung, aufeinander aufpassen. Und ich glaube, wir kommen sehr schnell wieder in ein Fahrwasser, wo alles immer schneller wird, wo wir unglaublich viel konsumieren, immer schneller werden. Und wir sollten uns ein Stückchen von dem, was uns über Corona drüber gebracht hat, nämlich Respekt voreinander, Achtung voreinander, aufpassen aufeinander, auch in die Zeit jetzt nach Corona mitnehmen. Wir werden es brauchen. Ich glaube, das werden wir alle brauchen, Politik, Gesellschaft. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute. Alles Gute, viel Erfolg in den nächsten 5 Jahren, was auch immer auf Sie, auf uns zukommen wird. Danke fürs Gespräch. Danke vielmals.